Bitte so nicht. Das ist kommunikativ eine schwache Leistung. Aber zuerst mal alles der Reihe nach. Mein Herzensverein, GC Zürich, hat einen neuen Verwaltungsratspräsident und auf der Homepage kommt dann das. Das müssen wir ein bisschen genauer anschauen, dass Ihnen nicht die gleichen Fehler passieren. Wenn Sie Ihrer neuen Firma einen neuen Mann vorstellen, einen wichtigen Mann, einen entscheidenden Mann, oder eine Frau, dann unbedingt das Foto von der Person. Es ist so unpersönlich, ein Logo anzutun. Da muss es Foto an, das ist einmal eins. Oder weiter unten steht, man soll mal das LinkedIn-Profil vom neuen Verwaltungsratspräsidenten anschauen. Aber es ist nicht einmal verlinkt. Das sind einfach zwei Sachen, das gehört auch zum Image, das wirklich schlecht ist. Es macht eine schlechte Falle, es ist kommunikativ schwach aufbereitet. Und hilft natürlich jetzt auch nicht gerade in dieser schwierigen Clubsituation weiter, aber das ist wieder ein anderes Paar Schuhe, das wollen wir jetzt hier beiseite lassen an dieser Stelle. Als Fan ist mir sowieso nicht objektiv. Aber kommunikativ machen Sie das nie. Wenn Sie einen Entscheidungsträger kommunizieren, dann muss ein gutes Foto hin. Schon nur, weil viele Medien das Foto Copy-Paste 1, 2 übernehmen. Also muss ein gutes Foto hin und alle Verlinkungen müssen definitiv gemacht sein. Sie müssen es am User einfach machen, dass der sogenannte Klickimpuls passiert. Und wenn die Verlinkung ist und ich klicke drauf, dann wird es mir einfach gemacht. Aber wenn irgendwie steht, im weitesten Sinn, ja, kannst du selber googeln auf LinkedIn, wenn du noch mehr Infos willst, dann funktioniert das nicht. Von dem her achten Sie immer auf die zwei Sachen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.